Daily Finanztipp. Daily Finanztipp. Wenn etwas nur noch die Hälfte kostet, dann könnt ihr es euch zweimal kaufen und zahlt nur den halben Preis pro Box. Und ich muss sagen, das ist der einzige Schaden, den diese ganzen Boxen haben. Alle anderen sehen tatsächlich noch richtig gut aus, was mich sehr, sehr positiv überrascht. Und ich würde sagen, wir machen eine mal auf. Ja. Und dann erzähle ich euch ein bisschen davon. Gehst du auf? Ich würde noch sehr, sehr, sehr gerne das Tiny Mew daraus ziehen. Und was ist das denn? Dieses Booster ist extrem dick. Seht ihr das? Das ist einfach... Okay, man sieht es, glaube ich, nicht. Hier sieht man es. Dieses Booster ist einfach doppelt so dick wie ein normales Booster. Es ist prall. Okay, das machen wir am Schluss auf. Wir werden heute einiges aufmachen. Aber ja, Paldeas Schicksale ist das neue Shiny-Set. Und obwohl es so neu ist... Einmal Codekarte für euch. Eins nach vorne. Obwohl es so günstig ist, ist es tatsächlich schon... komplett raus. Also irgendwie macht es irgendwie keiner mehr auf oder holt es keiner, weswegen die Produkte so verdammt günstig sind. Du findest überall Sales, die Trainerboxen zum halben Preis, die Booster-Bundle für unter 20 Euro, das ist, was ich bezahlt habe, und First Pack Magic. Wir haben einmal Monitego.com. Mew! Oh! Diese Booster, die sind alle völlig normal und das hier ist extrem dick. Das habe ich ja noch nie gehabt. Okay, machen wir weiter. Hier, deutsche Booster-Bundle, Freunde, für unter 20 Euro. Und das ist ja das Geile. Ihr müsst dafür nicht irgendwo groß hinfahren oder es ist kein besonderer Sale. Oh, okay, ich glaube, wir haben hier irgendwas. Diese Angebote findest du gefühlt überall. Auf CardMarket bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aus dem Kopf weiß ich es nicht. Aber wir haben hier in Glutexo... Leval, komm, wir haben den ersten Hit. Direkt das Shiny Mew. Kamarupt. Und wir haben einmal ein Mastiffioso Shiny und ein Hitzerotom. Der erste Shiny Hit. Und das ist ein Hund, den möchte ich nicht begegnen. Nächste Booster. Den Shiny Cover mit dem blauen Schwert. Digimon. Gehen wir rein. Einmal der Code für euch. Eine Karte nach vorne. Und wir gehen rein mit einer Energie. Hefel. Paldeas Schüler und die Pose erinnert mich ein bisschen an die Power Ranger, vor allem er hier. Er fühlt es ja komplett. Okay, machen wir weiter. Nebulak und Palim Palim. Enigmara. Enigmara ist so ungewohnt, dass da einfach so eine Streamer-Influencerin in die Spiele eingebracht wird. Raygun, Krisenhieb, noch einmal Hitzerotom und ein Reitschuh. Das hier ist das normale Pikachu-Booster. So von vorne sehen die völlig gleich aus. Von hinten sehen die auch gleich aus. Wobei man hier links sehen kann, dass es scheint ein bisschen praller zu sein. Aber hier, seht ihr das, Freunde? Seht ihr diesen Unterschied? Der Schweif, der ist viel, viel, viel breiter bei diesem super dicken Booster. Wir werden es herausfinden. Wir hatten schon mal eine Error-Box gehabt. Das war eine Top-Trainer-Center-Version-Box. Und da hatten wir ihn fast... Wir hatten nur Pikachu-Booster-Cover oder fast nur. Und da waren in diesen Boostern nur Shinies gewesen. Ob groß oder klein, das war geil. Okay, Dedenne, Frospino, Van Gogh, Rainer Winkler, Shugi, Elfun, Knattertox. Und Glutexo und Paldeas Schüler. Wir reden gerade eben darüber, wir ziehen die Power Ranger. Ich glaube, ich habe diese Karte jetzt schon 100-mal gezogen, wirklich. Diese Karte ist alles, aber nicht selten. Okay, nächste Booster, Booster 6 von 6. Wir werden vielleicht noch ein bisschen mehr aufmachen. Wir schauen mal, der Code für euch. Eine Karte nach vorne. Und die Stahlenergie. Aber ich würde sagen, danach machen wir die Trainerbox auf. Da verliere ich ein paar Worte. Aber das mit dem Booster-Bundle, das fand ich so krass. Habe ich mir 5 Stück geholt. Und ich sehe, dass wir hier irgendwas haben. Es ist die 3 FPS-Stadt. Seht ihr es, wie die Stadt läuft? Okay, ich bin da. Und ich hätte es eben fast vergessen. Aber ja, wir haben hier noch dieses komische, ultra-dicke Pikachu-Booster. Es fühlt sich sehr, sehr weird an. Und jetzt... schauen wir mal, was wir hier drin haben. Das ist auf alle Fälle der Code. Eins nach vorne. Und wir gehen rein.
Pflanzenenergie, Gierspenst, ich liebe sein Artwork. Es ist so entspannt einfach. Zurückhex, Fleckneul, Lampi, Landtouren, Bacon, Hyperwall, komm, gönn jetzt die große Shiny, bitte. Und. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Es wird Zeit, dass wir uns hier Hilfe ranholen, Pikachu. Diese Trainerboxen, Freunde, das ist auch so eine Sache, weil sowas hatten wir, glaube ich, noch nie gehabt. Vor allem bei einem Sonderset bzw. Shiny-Set, denn die hier, die kosten einfach teilweise, die war bei unter 30 Euro. Das ist ein Sonderset, Freunde. Also Sondersets hatten wir noch nie, glaube ich, so günstig. Nicht mal mit glänzendes Schicksal, mit dem Evoli-Cover. Und selbst das gibt ja mehr als genügend. Aber wir fangen einmal an mit der Mimikma-Karte. Die ist wunderbar von Narita gezeichnet. Das erkennt man sofort. Einzigartiger Zeichenstil. Die Kartentrainer, Energy, einmal der Code und die Sleeves. Fresh. Und unsere Booster. 8-9 Booster. Ist jetzt hier die Pullrate besser oder schlechter? Mit dem Pikachu-Booster-Artwork. Einmal der Code für euch. Hey, was ist das denn? Oh mein Gott, ihr könnt das, glaube ich, ich glaube, die Kamera kann das nicht aufnehmen, aber diese Karte hat viel, viel weniger Sättigung als die hier. Die ist komplett bleich, aber es ist, glaube ich, nur die Energiekarte und es ist eine Stahlenergie. Wir gehen rein. Frigibugs, Mastchief, komm, die Raygun. Coronavirus. Landtouren, oh mein Gott, yo, Palafin. Also so würde ich mich freuen. Wenn ich ihn noch nicht 10-mal gezogen habe. Aber er sieht so cool aus einfach. Er ist so komplett dunkel. Einfach Batman. Batman, bist du's? Batman und Delfine haben ein Kind bekommen. Und das ist dann Delfinator. Machen wir weiter. Nächster Code für euch. Auch die hier, die ist komplett blass. Die ist komplett blass. Das sind die Energiekarten. Okay, es scheint dann auch sogar ein Reprint zu sein. Ich würde jetzt sagen, Reprint, weil man hier auf alle Fälle einen Unterschied sieht. Komm, Kamerupt. Flatutu. Flatutu, zieh die Hose hoch. Oh mein Gott, nein, das gibt es nicht. Wir ziehen nochmal die Studenten. Was aber sehr, sehr cool ist, weil wir sehen hier einmal das Wappen Purpur. Karmesin und hier sehen wir das Wappen Purpur. Das bedeutet, wir haben von beiden Universitäten die Schüler gezogen. Aber schaut euch das mal an. Was die hier kosten. Die kosten 15 Cent für eine Full-Art-Karte. Da kostet ja sogar ein Top-Loader schon mehr. Es ist so weird. Machen wir weiter. Nächste Pack. Magma. Am Chillen. Alpolo. Gengar. Glutexut. Lurak. Nein. Das ist Baconmon. Da haben wir hier einmal Emo Grimanzum. Nein, es ist keine Phase, Mama. Und... Gott verdammt nochmal, zieh deine Hose hoch. Okay, und es ist keine Phase. Ah ja, stimmt ja. Spaß beiseite, es ist so ein cooles Pokémon. Gibt das auch als Baby-Shiny, genauso wie das Entei-Baby-Shiny. Wenn ihr die aufmacht, die, hallo, die Trainerboxen, die sind so günstig. Es ist, wird's mal scharf. Dann werdet ihr das auf alle Fälle sehen, weil das wird dann auf alle Fälle ein Reprint anscheinend sein, weil das war vorher nicht so gewesen. Oh mein Gott, wir haben einmal Blackmon Shiny und das ist eine gute. Das ist ein guter. Ich glaube, den habe ich aber schon. Ich glaube, Lamus fehlt mir noch. Ich müsste ihn weiterentwickeln. Vielleicht sehen wir ja noch das Mushas, aber es ist immer geil, wenn sie die Generation 1 Pokémon als Shiny draufpacken. Ich weiß, sie bekommen viel Aufmerksamkeit, aber der sieht so gut aus. Und Natu und einmal Mama Boss, Mama Mia. Sehr, sehr nice. Nächste Booster. Das hier, by the way, ist das einer der beliebtesten Pokémon in Japan. Und ich finde auch zu Recht, weil das sehr, sehr cool ausschaut. Cooles Design hat. Aber ja, Freunde, wir haben ja jetzt herausgefunden, dass das hier sehr wahrscheinlich Reprints sind. Wir schauen mal, wie gut die Pullrate ist. Wie gut die Pullrate ist. Magma am Chillen. Raichu am Chillen.
Oh mein Gott, wir ziehen das Lurak. Jo, Lurak ist immer gut, aber leider kein Shiny Lurak. Ach, aber ja, okay, Shiny haben wir ja schon gezogen. Wir wollen nur noch das Mew, aber es sieht so cool aus. By the way, Freunde, es gibt ein neues Lurak-Deck in Japan. Da haben sie auch eine richtig geile Lurak-Karte draufgepackt, die wir sehr wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Set sehen werden. Oder vielleicht gibt es auch bei uns dann nochmal ein extra Lurak-Deck. Warum denn nicht? Mein Lurak ist so ein Pokémon, das bekommt ja generell nicht so viel Aufmerksamkeit. Das hätte nochmal ein extra Deck durchaus verdient. Gehen wir rein mit Natu. Raygun, Glutexo, achtarmiger Bandit, Lapras, Tanzer. Oh, Nemona, Nemona ist gut. Nemona Full Art. Und es ist sogar fast egal, welche Nemona-Karte wir jetzt hier anklicken, weil die Karte halt einfach, ich finde das so unreal, dass die halt einfach nichts kosten. Aber wir haben jetzt eine für 5 Euro und eine für 20 Euro. Hallo? Passiert da noch was? Card Market? Und die Karte hier, das ist echt krass. Selbst die hier kostet nur einen Fünfer. Warum sind die denn so günstig? 20 Cent. Ja, okay, die Italienisch. Okay, jetzt 34 Cent. Ab, da geht's los bei den Englischen. Das ist unglaublich. Also so günstig habe ich das noch nie gesehen, dass Trainer-Full-Art-Karten so günstig sind. Aber ja, durch die Trainer-alternativen Artwork-Karten sind die normalen Full-Arts jetzt so gut wie uninteressant. Okay, achtarmiger Bandit, Streamer, Kilowatt. Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Shiny, Knuddeluff. Jo, nehmen wir mit. Und einmal Mob-Packs, aber ja, Gen 1 Liebe und die funkeln so gut. Und dass wir hier den Holorand haben, im Gegensatz zu den japanischen, das ist so wertvoll einfach. Freunde, letzte Booster. Wie würde ich die Poolrate bewerten? Richtig solide. Ich war solide, Freunde. Wir hatten hier ein paar Shinies. Ein paar Full Arts. Ein Pikachu haben wir. Kilowatt. Nestball. 3 FPS statt. Und. Oh mein Gott. Was sagst du da, Pikachu? Baba Boy. Wir sollen noch ein Booster Bundle aufmachen. Na gut, dann schauen wir mal. Aber ich weiß nicht, welches ich nehmen soll, weil die halt alle gut ausschauen. Tatsächlich hat hier kein Booster-Bundle, obwohl die runtergeflogen sind. Die haben hier irgendwie nichts. Okay, ich würde sagen, das hier hat eine kleine Delle. Dieses Booster fühlt sich genauso komisch an wie das Pikachu-Booster von eben. Ich glaube, da ist einfach zu viel Luft drin. So fühlt sich das irgendwie an. Freunde, lasst mich es gerne in den Kommentaren wissen, falls ihr euch die auch holt. Aber hier ist die Energie auf alle Fälle in der richtigen Farbe. Also, oh, Feuerenergie. Wenn ihr euch die Sachen holt, werdet ihr das sehen, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Okay, schauen wir mal. Booster Bundle Nummer 2. Wir haben ja schon mal aus einem Booster Bundle Gardevoir gezogen. Knabon. Pikachu Booster. Och nein. Die Frage ist halt, ist das jetzt hier bei Deutsch ein Restock oder Reprint? Bei Englisch auf alle Fälle Reprint. Kamerupt. Mausebande, es ist so süß, dieses Artwork, und ich muss sagen, oh mein Gott, die nächste Shiny und einmal Xatu, aber so cute und hier alles voll mit Paramos drauf. Ich hoffe sehr, dass wir noch mehr von diesen Shiny Illustration Rare Karten bekommen, und es ist so warm, ihr seht es vielleicht, dass ich gerade schwitze. Hier ist alles voll mit Licht, ich bin ein bisschen dick angezogen. Ich schwitze für die Karten. Und die Karten schwitzen nicht zurück. Das sage ich dazu, wenn ich Pantimos und seine Sippe ziehe. Mondscheinügel, Bacon, more Bacon, more Bacon. Mama mia. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt ziehen wir hier 6-mal Holo oder was. Also bis jetzt, ich würde wirklich sagen, die Pullrate aus der Trainerbox war wesentlich besser. Wir gehen rein. Stahlenergie, Natu, Kamerupt. Panzer, Frospino, Hyperball, zieh die Hose hoch, Lapras, oh, jo, den nehme ich, Rasaf Shiny und einmal Uncle Ben's Curry Reis, jo, Rasaf Shiny, ich habe glaube ich noch nie einen Shiny Rasaf gesehen, er ist einfach verschimmelt, braun oder so ein dunkelgrün, und wir haben noch 2 Booster, 2 Booster und noch immer kein Shiny Mew. Wie lange werden wir noch brauchen? Wir haben es ja schon ein paar Mal gezogen bei den Livestreams, Live-Openings, Freunde, aber noch nicht für mich. Rasaf! Ah, okay.
Hier können wir vergleichen. Tatsächlich ist auch sein Fell in einer anderen Farbe. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Und komm. Vorletzte Booster Magic. Mal anstatt Last Pack Magic. Rassaf 2. Ihr seht es zuerst. Und es ist einfach nur. Es ist keine Phase, Mama. Last Pack Magic. Pikachu. Bitte. Gott verdammt. Wir gehen rein. Oh, ich glaube, ich habe was gesehen. Entweder war es eine EX oder irgendwas anderes. Komm, Zurokex. Oder ich bilde es mir mittlerweile ein, weil wir nichts ziehen. Regan, lasst ihn auf alle Fälle nicht an eure Freundin. Nestball, komm. Let's make magic. Jetzt müsste die Shiny kommen. Oder nee, war die schon? Keine Ahnung. Oder doch? Für jeden Einzelnen einmal. Und Monitego. Das war das Video. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Wirklich, das ist ein riesen Support. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und schaut euch eins der vorgeschlagenen Videos an. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.